Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es um Winterdüfte von Chesnatil gehen, eine Marke, von der ich bisher relativ wenig ja, ausprobiert habe. Aber es gibt einige Düfte, die mich doch sehr interessiert haben. Und die liebe Anja hatte bei Candle Warmers das Angebot 20% Rabatt für Vorbesteller und das habe ich genutzt. Ich habe mir 9 Düfte bestellt als Wachsmeld. Und die würde ich euch gern vorstellen. Ich habe so eine Beschreibung rausgesucht. Es ist ein Duft, den würde ich vielleicht noch in den Herbst einordnen, mit dem ich auch beginne. Und der Rest ist dann wirklich dann doch, ich würde sagen, für die richtig kalte Jahreszeit. Und wir fangen mal an. Ich habe noch an Keim geschnuppert und das machen wir jetzt zusammen. Als erstes habe ich hier Wild Blueberry Pumpkin. Erstmal ein schönes Label mit den Blaubeeren und diesen weißen Kürbissen. Ja, ich bin gespannt. Das wird jetzt bestimmt eine fruchtige, aber vielleicht auch sehr würzige Richtung. Ich habe noch die Beschreibung dazu. Die lautet: Du wirst diesen Duft lieben. Wilde, reife, süße Blaubeeren und dicke, weiße Kürbisse. So, naja, schauen wir mal. Okay, also jetzt hier auf der Seite überwiegt auf jeden Fall die würzige Note. Mal gucken, ob ich das hier rausbekomme. Ich glaube, diese Wachse sind immer relativ weich von Chestnut. Ja, ich kriege die gar nicht so richtig raus und saue mir hier schon die Fingernägel ein. Ja, das riecht eigentlich, wenn ich so dran schnupper, so ein bisschen wie so ein Blueberry Muffin mit so einer würzigen Note, was mir nicht so 100% zusagt. Also ich werde ihn auf jeden Fall testen. Warm, vielleicht ist er dann ein bisschen süßer. Kann ich jetzt, wie gesagt, noch nicht so rausriechen, weil auf der Unterseite sind die ja eigentlich mal besser zu riechen, aber das geht immer so schwierig raus, hier, weil das Wachs so ein bisschen weicher ist. Ja, ist erstmal ein verhaltener Start, aber ich denke, da kommen noch einige Düfte, die besser werden. Wild Blueberry Pumpkin. So, und dann starten wir als nächstes in den Winter mit, was haben wir denn? Falling Snow. Ja, das ist so ein Label Grau in Grau, so ein verschneiter Wintertag. Und die Beschreibung dazu lautet: Dieser Duft vermittelt bei winterlichem Schneeeinfall ein Gefühl der Ruhe, beruhigend und besinnlich. Ja, ich hoffe, das wird ein schöner, kühler, frischer Duft. Na. Ja, der geht so ein bisschen in die Richtung vielleicht wie Aspen Holiday von Village Candle. Sehr frisch, sehr klar. So eine kühle, minzige Note. Aber der hat noch eine andere Note, die dabei ist. Da könnte noch was leicht Süßes oder Fruchtiges bei sein, vielleicht so ein Hauch Honig oder sowas. Der gefällt mir schon mal sehr gut. Also vielleicht auch ein Hauch Zitrone, wenn ich jetzt hier nochmal dran rieche. Ja, also der macht schon mal einen guten Eindruck. Der gefällt mir deutlich besser als der erste Duft, Falling Snow. So, dann machen wir weiter mit Home for the Holidays. Das ist dieser Duft. Ja, da haben wir so eine Tür, die mit so einem Weihnachtskranz geschmückt ist und die Beschreibung dazu: Eine Mischung aus grünen Hölzern und Zitrusfrüchten. Ja, relativ knapp gehalten, also die Beschreibungen sind alle recht kurz. Ja, der geht auf jeden Fall schon in so eine etwas nadeligere Richtung. Und der hat, glaube ich, auch einen leicht zitrischen Anteil. Ja, auch sehr frisch. Der hat schon fast so einen ganz leichten ätherischen Moment, wie so ein Latschenkiefernbad. Gefällt mir aber auch sehr gut. Also wer ja, so nadelige Düfte mag mit so einem leichten Zitruseinschlag, vielleicht wäre das was. Home for the Holidays. Weiter geht's mit Letters to Santa. Gucken, hier haben wir den. Ja, das ist so ein Label, was mir jetzt nicht ganz so zusagt. Das sieht wirklich sehr, sehr altbacken aus. Ja, so in beige und dann so ein Vintage-Foto. Die Beschreibung dazu: Delikate, reife Birnen mit einer Herznote aus Zimt und Honig, verfeinert mit feinen Gewürzen. Ja, und da dachte ich mir mal, man kennt ja sonst immer so Apfel-Zimt-Düfte, aber Birne fand ich jetzt mal interessant, deswegen habe ich den mal bestellt. Ja, also man riecht, dass es Birne sein soll, aber so ein Hauch Apfel schwingt natürlich trotzdem mit, ne? Aber ich finde ihn ganz gut, der ist nicht zu überwürzt. Man riecht auf jeden Fall im ersten Moment diese Fruchtnote raus und dann die Gewürze hinterher. Doch ich rieche auf jeden Fall diese Birne raus. Doch,
Ja, das finde ich auch nicht verkehrt. Ist mal was anderes. Letters to Santa. So, dann geht es weiter mit Spruce Berry. Ja, das Label hat mir ganz gut gefallen. Das ist so ein geeister, ja, Ast mit so ein paar Beeren dran. Wahrscheinlich für den Menschen nicht ganz so bekömmlich. Und die Beschreibung dazu: Bei dieser verlockenden Mischung aus Fichtennadeln und süßen, saftigen Beeren lässt sich schnell. Was lässt sich gemütlich am Kamin kuscheln? Okay. Der könnte vielleicht in so eine Richtung gehen wie Icy Blues Bruce. Nee. Der ist auf jeden Fall. Diese Beerennote ist für mich fast schon so ein bisschen kaugummiartig. Ja, das riecht wie eine Mischung aus Blaubeer-Kaugummi und dann hinten raus diese Fichtennadeln. Oder war es jetzt Kiefer? Nee, Fichtennadeln. Muss ich warm testen. Das ist jetzt auch so eine Kombination, da bin ich mir nicht schlüssig, weil diese Beerennote so ein bisschen künstlich nach ja, Kaugummi fast riecht. Wie gesagt, finde ich jetzt. Aber das kann sich warm ja noch ändern. Spruce Berry. So, dann geht es weiter mit Sugar Spruce. Auf den bin ich noch mehr gespannt, weil das ist ein Duft, den hatte die Sarah Sophie schon mal vorgestellt. Auch wieder ein sehr, sehr schönes Label. Ich mag diese Optik, dass das im Hintergrund so ein bisschen unscharf ist und so funkelt. Und die Sarah Sophie meinte, dass der Duft so ein bisschen in die Richtung geht, wieder White Fur von Yankee Candle, den ich ja sehr, sehr mag. Deswegen dachte ich, den muss ich unbedingt haben. Laut Beschreibung: Nuancen von Blaufichte, grünem Moos, Zeder kombiniert mit karamellisierter Butter, mit einer Prise süßen Brombeeren und Zuckerkristallen. Klingt sehr interessant und gut gemixt. Nö. Also ich hätte mir jetzt ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Wie riecht der denn? Der riecht frisch, der riecht ein bisschen grün. Fast noch wie grasiges Grün. Und tja, was rieche ich noch? Also vielleicht ist er jetzt noch zu kalt, aber er riecht so ein bisschen irgendwie butterig tatsächlich. Und hat so einen leichten Foodie-Moment. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht die Mischung, die ich mir vorgestellt habe. Das finde ich natürlich ein bisschen schade, aber jede Nase ist anders, von daher. Aber ich bin ja froh, dass ich erstmal nur die Melts bestellt habe und nicht gleich ein Glas. Aber wie gesagt, vielleicht ändert sich das ja noch warm. Sugar Spruce. Und dann haben wir als nächstes Winter Cabin. Ja, das ist so ein Label, wo so eine gemütliche Ecke in einer Holzhütte dargestellt wird. Und da ist die Beschreibung: Ein Spaziergang entlang eines Waldweges, umgeben von wohltuendem Duft der kanadischen Balsamkiefer. Ja, das wird bestimmt ein relativ eindimensionaler Nadelduft. Ja, der hat im Hintergrund auf jeden Fall noch ein bisschen was Holzigeres, was Dunkleres. Vielleicht fast schon so ein Hauch was Erdiges. Ansonsten auch wieder so eine Tannennote. Ja, ist jetzt nicht schlecht, ist in dem Sinne relativ authentisch, weil draußen ist nun mal Erde und Gehölz. Von daher, ja, werde ich mal testen. Winter Cabin. Zwei habe ich noch. Und ja, welche nehme ich jetzt als nächstes? Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt ein schöner, leckerer, vorletzter Duft sein wird, nämlich der Winter Warmth. Da sehen wir so jemanden vorm Kamin faulenzen mit einer Tasse Tee oder Kakao, was auch immer. Die Beschreibung: Amaretto und geröstete Mandel mit cremiger Vanille. Ein Duft für gemütliche Tage zu Hause. Und da denke ich mir, das könnte was für mich sein, weil ich mag eigentlich so ganz gerne dieses Amaretto und Mandelmäßige. Ja, der ist sehr lecker. Der gefällt mir gut. Das riecht wirklich wie so ein leckerer Amarettini. Vanillig, also der gefällt mir richtig gut. Die liebe Sarah von Duftlovers, die hatte mal einen Restock, auch so einen Kaffeegebäck duften, der war richtig gut. Der war leider nur ein bisschen dufttechnisch schwach und der hier kommt den nahe. Ist zwar nicht ganz so sahnig, zumindest kalt, aber riecht von dieser Amaretto-Note relativ ähnlich und gefällt mir sehr gut. Ja, also den mag ich. Vielleicht hätte ich den zum Schluss riechen sollen als guten Abschluss, aber Winter Warmth ist das.
Und der letzte Duft soll sein Winter Wonderland. Da haben wir nochmal so ein schönes Label, wo wirklich ganz hohe Bäume sind, Tannen. Und die Beschreibung dazu lautet, Moment, so. Immergrüne Nadelbäume, Zeder, Eukalyptus und Minze schaffen dieses holzige, aber frische Erlebnis. So, blaues Wachs. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, auch interessant. Das ist auf jeden Fall eine Minznote, die schon so in Richtung ja, Spearmint von so einem Kaugummi fast geht. Und dann riecht man im Hintergrund so ein bisschen dieses Holzige und Nadelige. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Sehr kühl, sehr frisch. Ja. Also, was soll ich sagen? Eine durchwachsene Bestellung. Bei manchen Düften bin ich jetzt noch nicht so überzeugt, aber also ich würde jetzt sagen, ich gucke noch mal kurz durch. Kalt waren auf jeden Fall jetzt die beiden meine Favoriten. Einmal der Mandel-Amaretini-Duft und dann dieser Falling Snow, der so ein bisschen ja, schön kühl und frisch ist. Und was war jetzt noch dabei? Ja, der Rest, Home for the Holidays, war glaube ich auch noch ganz gut. Ja, der hat mir auch noch sehr gut gefallen, der Home for the Holidays. Das sind jetzt so meine Top 3, würde ich sagen. Dann gibt es welche, die im Mittelfeld sind und natürlich welche, die hinten anstehen. Das werden wir einfach warm rausfinden und spätestens in meinem Aufgebraucht-Video dann irgendwann sehen. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal bei Chestnut Hill was getestet oder könnt ihr was empfehlen? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!